Jo, moin, moin, ihr Flüt unter Heuliebeland 313 und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Hier noch in den letzten Zügen irgendwie mal eine Ingenieursstadt hier hochzuziehen. Leider Gottes ist der Krieg uns dauerhaft im Weg. Und das ist dezent nervig. Die Epidemie wurde besiegt. Okay, hier herrscht Waffenstille. Kann ich jetzt hier eigentlich noch was bauen? Neue Befehle, Admiral. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel diverseste Kanonen dabei. Auf die alte Dame ist Verlass. Jetzt wird Stein und Holz, okay. Hä, machen wir nicht? Oh, nee, ich habe das nicht fertig gebaut. Was habe ich denn gebaut? Die Holzhackers, dann fehlen noch die Sägewerke. Nichts mehr dabei, du hast nichts mehr dabei, was wir brauchen. Du hast noch Stein. Du hast nichts mehr dabei, du hast noch Kanonen, die werden wir nicht los. Oh, was hast du? Küche. Küche ist eher was für hier oben. Weil hier haben wir mehr Küchen. Wo auch immer unsere Küchen hier eigentlich sind. Küchen. Das ist Küchen hier, da wird es gehen. Irgendwie kriegen wir noch irgendwo so ein. Nee. Ja, doch, warte mal, wir kriegen es doch locker hier garantiert unter. Wenn wir die Straße stattdessen hier hochziehen, die da wegnehmen. So. Und ihm nehmen wir jetzt hier noch so ein paar Felderchens weg, die kriege ich ja dann hier hinten neu. Wir nehmen noch mal eine Reihe Felder weg, die kriege ich ja hier neu. Zack, dann kriegen wir da unsere Küche rein. Schiff ist auf dem Weg, du bist eine Fregatte, ich hoffe du kriegst das im Alleingang hin. Den Hafen jetzt hier unten nicht nochmal ungeschützt zurücklassen. So, 1,26, bis wir uns einen Anteil zurückkaufen können, müssen wir auch. Ja, ganz ehrlich, weil ich lasse mir meine Insel nicht abkaufen. Bin ich des Wahnsinns oder was? So, entsprechend werde ich jetzt auch erstmal nicht in den Norden zurückgehen. Ich weiß, es hält uns alles wieder drauf. Ein Drama hier. Komm, wir brauchen den Einfluss. Dann machen wir einfach die Insel hier nochmal ein bisschen größer währenddessen. So. 18 Sekunden. Komm, wir bleiben. Mach mal Schnellvorlauf. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Das war schon mal ein wichtiger Punkt. Weil sie hätten nämlich sonst instant die Insel gleich kaufen können. Das war ein wichtiger Punkt. Spielstand gespeichert. Oh mein Gott. Flotte erwartet Befehle. Und das wird ein wichtiger Schlag sein, den wir ihr hier jetzt austeilen. Sie hat hier überhaupt keine Hafenverteidigung.
Nice. Leicht erhöht. Völlig recht. Wunderbar. Meine Tante sollte sich besser ein Beispiel an mir nehmen. Der Umgang mit ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Ja, ja. Oh ja, ich versuche alles sportlich zu nehmen. Das stimmt. Zum Glück. Ich sehe, Sie haben verstanden. Mit dem machen wir auch noch irgendwie eine Allianz, ey. So. Wie sieht es eigentlich um diesen Hafen hier aus? Weil wenn wir ihr nämlich... Oh mein Gott, ist das das Kontor? Die Stimmung ist gut, nee, ein Ölhafen. Ein Ölhafen? Das hier ist verflucht wenig, Freunde. Neue Befehle? Nee, keine Route. So. Wir müssen ja irgendwie vorankommen. Und ich würde sagen, am besten kommen wir voran, wenn wir sie komplett aus der neuen Welt vertreiben. Das ist meine Meinung dazu jetzt. Oh. Vielleicht ist diese Insel ja noch unberührt. Was läuft ja super hier? Stolz auf mich. Ja, dann sei auch stolz auf dich, Madame. Du hast viel erreicht. Erwarten neue Horizonte. Erwarten neue Horizonte. So. Auf, wo ist denn der Rest der Flotte? Stehen geblieben bei der Fahrt oder was? Oh Leute, so wird das nix. Ich musste ein Exempel statuieren. Mäh. Feindes bröckelt. Wer austeilt, muss es auch einstecken können. Faire Sache. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, wunderbar. Klar, das musste ja sein. Jetzt, wo meine Berater alle sagen, ich soll die Füße stillhalten. Ich verneige mich vor Ihnen. Oh, ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Da hast du recht. Eigentlich brauche ich gar... Toll! Wenn du mal Probleme hast, versuche ich dasselbe für dich zu tun. Gern geschehen. Ich darf nur die Allianz nicht verlieren, bei den ganzen Kriegstreibereien, die wir hier treiben. Gelaufen. Ja, nice. Und die Schiffe hier dümpeln einfach im Schneckentempo durch die Gegend. Warum zum Beispiel ist das so langsam und das andere hier unten war jetzt so viel schneller, obwohl es sogar noch schwere Kanonen und Mörser an Bord hat. Ich will mir einfach nicht so in den Sinn. Oh mein Gott, sag mal, was hatten die hier unten gemacht? Oh mein Gott.
Die hat hier nur Blödsinn gemacht, glaube ich. Wir können das möglich machen. Bereit für den Einsatz. So. Ja. Segel setzen. Treffpunkt ist seine Insel. Wenn die nicht erst etwas bringen. Wir haben zu wenig Holz für die Rumproduktion. Das ist auch schön, dass man das so in der Nebeninfo hier mitkriegt. Einer mehr reicht dann jetzt aus. Mal gucken. Wunderbar. Du bist Pirat. Du bist auf See kann man Leichen. Ein leichtes Ziel. Auf die alte Dame ist Verlass. Kriegsschiff meldet sich. Guck mal, was ist denn das für. Wieso ist das eine Schiff hier 10-mal. Achtung! Hat das die Eigenschaft, leichter zu machen? Nö. Und die hier auch nicht wirklich, ne? Alter, was ist die da unten? Das nehmen wir mit. Aber sowas von Freunde. Aktien, Anteile? Puh, mein Kopf dröhnt. Alter, die hat sich überall eingekauft, die. Ach, gut, viel der Einfluss. Da fehlt uns der Einfluss, Bitte, wir nehmen jede Hilfe an. Schmuggelaufgabe, naja. Wir zählen auf dich. Vielleicht finde ich ja Zeit dafür. Ne, das eher weniger. Ein neuer Auftrag? Habe ich den Clipper jetzt auch hier runtergejagt? Hi. Was ist denn mit dir los? Von der Überfahrt zurückgekehrt. Das habe ich, glaube ich, versehentlich losgeschickt. Oh, was ist das hier? Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, Freunde, das Aufräumkommando ist da. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Flotte bereit. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Spielstand gespeichert. Flotte unterwegs. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt.
kleinen Luft. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist mir so egal, ob sie da jetzt schon Dampfschiffe hat. Wir bomben sie einfach zurück mit unseren eigentlich wesentlich besseren Schiffen. Kein Platz mehr frei. Okay, okay. Irgendwie wird hier trotzdem irgendwo ein Stern angezeigt. Da ist vielleicht mal eine kleine leichte Aufgabe. Selbst bei diesem hellen Mond giert es mich nach Sternenlicht. Ja, müssten wir eigentlich haben. Sie entzünden die Fackel. Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Okay. Einladende Stadt. Wunderbar. Ein so. Feuer ist ausgebrochen. Im Bright Sands. Gott sei Dank haben wir da mal irgendwo eine Feuerwehr gebaut. Baut zur Sicherheit einfach nochmal eine zweite dahin. Was haben wir hier eigentlich? Zink, Zement, Eisen, Steinkohle. Wir könnten hier Stahl machen. Ich weiß zwar noch nicht so recht warum, aber später könnten wir hier definitiv Stahl machen. Waffenruhe wurde beendet. Die Menschen lassen sie hochleben. Laufen Koordinaten an. Die Flammen wurden gelöscht. Eventuell haben unsere Schiffe größere Reichweite, speziell die zwei hinteren, denke ich mir mal. Wir wären dann soweit. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ein Hoch auf die Enthaltsamkeit. Kompromissloser Journalismus. Na komm schon. Hi. Die kleineren nicht, aber die großen. Wo zielt die denn hin, ey? Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Na dann wette mal. Flotte geht auf Fahrt. Die Menschen lassen sie hochleben. Na immerhin. Hafenmeisterei brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Spielstand gespeichert. So, das waren die letzten Ruinen. Wie sieht's aus? Sind wir von hier aus? Sind wir schneller drüben, ne?
Dann machen wir hier eine Anlegestelle hin. Wofür uns Fenster fehlen. Neue Befehle? Haben wir hier keine. Wo sind der Clipper? Clipper kommen raufgeklippert und gegen Wind. Egal, dann. Ich hält jetzt einfach mal die Amphitrite hier. Achso, nee, verdammt. Muss ja hier runter, ne? Okidoki. Ja, du, deine Aufgabe vergiss es. Die kann ich nicht tun. Komme ich nicht zu zeitlich. Tut mich echt sorry. Wenn du dich auch nach dem Tod sehnst wie ich. Ja, das ist mir egal. Hauptsache ist, ich habe meine Ruhe. Oh, und die Waffe ist aufgelaufen. Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Auch ich habe Frau und Kind. Der stolze Vater einer aufstrebenden Nation. Ich sehe, Sie haben verstanden. Gib es einfach her. Liegt ein Haarlos ihr komisches Verhalten, liegt das vielleicht daran, dass die Flotte im Norden jetzt weg ist? Wäre das im Sinne des Möglichen? Ja genau, hier ist richtiger Treffpunkt. Nur das eine Schiff kommt halt nicht richtig mit. An die Segel und Brassen! Flotte segelt in Formation. Wenigstens hier kommen wir mal mit richtigem Wind rein. Schiff unter Beschuss. Das eine werden wir vielleicht verlieren, aber egal. Der Schaden, den wir hier zufügen, der ist irreparabel. Schiff unter Beschuss. Austeilt, muss auch einstecken können. Faire Sache. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Aha! Du bist gerade dem großen Willy in die Quere gekommen. Muss ich jetzt lachen oder weinen oder beides? Spielstand. Kirche hin. Laufen Koordinaten an. Flotte legt ab.
Koordinaten an. Okay. Bisschen großflächiger vielleicht noch. Ich will nämlich erst die Schiffe wegnehmen. Wenn sie nämlich auch keine Schiffe mehr hat, dann ist sie nämlich richtig am Arsch hier unten. Und jetzt schon zwei Frachtschiffe. Und ich nehme jetzt hier alles weg. Das ist mir so egal, was die anderen KIs davon denken. Flotte geht auf Fahrt. Das tut richtig weh, glaube ich. Laufen Koordinaten an. Flotte geht auf Fahrt. Okay, so, kommen wir hier schon in den nächsten Anteil? Ja, damit. Also es muss er jetzt schon mehr als nur wehgetan haben, ja, weil... Weiß auch nicht. Es ist, muss einfach. Wir haben zwar noch nicht ihre Hauptinsel hier unten im Süden, ja, aber das, was wir jetzt schon weggenommen haben, das muss richtig. Mein Gott, darf ich mal hier vielleicht einen Kreis ziehen? Von unten vielleicht? Oh, wunderbar, danke sehr. So. Rein da, Freunde. Schiff unter Beschuss. Flotte unterwegs. Auch einstecken können. Faire Sache. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Okay. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Was denn für ein Aufstand? Laufen Koordinaten an. Das haut mich aus den Socken. Churo. Woher hast du nur diese Insel? Die hier, die habt ihr gerade erobert. Hier ist nichts mit Aufstand. Hä? Kaufen. So, mein Gott. So.
Verstanden, Herr Admiral. Also ich bin der Meinung, das ist schon mal auf jeden Fall ein starker wirtschaftlicher Schaden, den wir hier zugefügt haben. Alles bereit. Und ja, warte mal, hier könnten wir theoretisch. Ach egal, keine Ahnung. Nimm mit Bretter, nimm mit Stein. Ab damit nach hier unten. Sind unterwegs. Du fährst mal wieder nach hier oben und holst die Sachen da ab. Ich weiß gar nicht, warum ich dich so leer da runtergejagt habe. Egal. Freunde, ich überziehe schon wieder maßlos. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schnappen wir uns die letzte Insel von Harlow im Süden. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Und ja, dann. Fregatte. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, ja, aber auch sehr erfolgreiche 2 Stunden hier. Guti. Ja, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hummel, Hummel, Moss, Moss.